Stell dir vor, vier Personen in einer zweidimensionalen Welt beschreiben dir die Außenfassade eines Hauses. Angenommen, der eine würde sagen, das Haus ist lila und der nächste meint, das Haus ist weiß und ein anderer sagt, das Haus ist rot und der letzte würde dir die Farbe des Hauses als blau beschreiben. In einer zweidimensionalen Welt klingt das widersprüchlich, aber stell dir vor, das Haus wäre dreidimensional und würde so aussehen. Die vier Evangelien sind keine vollständige Autobiografie von Jesus Christus, sondern zeigen dir vielmehr vier verschiedene und sich ergänzende Aspekte seines Lebens. Die Autoren der Evangelien können daher mit vier Künstlern verglichen werden. Jeder von ihnen malte ein eigenes Porträt von Jesus Christus. Aber warum hat Gott dafür nicht einfach ein Evangelium geschrieben? Gehen wir nochmal zurück zu der Zeichnung des Hauses. Wenn du vor einem Haus stehen würdest, wäre es für dich unmöglich, alle vier Fassaden gleichzeitig zu sehen. Diese Einschränkung läge aber nicht am Haus, sondern an dir. Genauso ist es mit den Evangelien. Die Person des Herrn Jesus ist so groß und so wunderbar, aber auch von solcher Komplexität, dass es für uns unmöglich gewesen wäre, zu erfassen, wenn sie nur in einer einzigen Story geschrieben worden wäre. Darüber hinaus umfassen diese vier Geschichten nicht die Gesamtheit dessen, was Jesus Christus alles tat. Johannes sagte einmal, dass es so viele Dinge gibt, die Jesus getan hat, dass er annahm, die Bücher dieser Welt könnten es nicht fassen. Was sind nun diese vier Porträts? Gehen wir sie einmal ganz schnell durch. Die Evangelien wurden mit dem Namen des Schriftstellers benannt. Matthäus, Markus, Lukas und Johannes. Matthäus war ein jüdischer Zöllner. Ein Typ, den man nicht mochte. Aber weil Gott Gnade ist, darf Matthäus über die höchste Person in der jüdischen Hierarchie schreiben, den Messias und den König. Markus war ein Diener, der aus der Spur geraten war, aber wiederhergestellt wurde. Aus Gnade wurde er von Gott auserwählt, über den Herrn als Diener zu schreiben. Und Lukas war ein Arzt. Wer wäre besser geeignet, den Herrn Jesus als einen Menschen zu beschreiben, als ein Mediziner? Und genau das tut das Lukas-Evangelium, in dem uns Jesus als vollkommener Mensch vorgestellt wird. Johannes, der Fischer, ist der Jünger, den Jesus liebte und er beschreibt den Herrn auf eine Weise, wie es keiner der anderen Evangelien tut. Er offenbart uns Jesus Christus als den Sohn Gottes. Hey, vielen Dank, dass ihr das Video bis hierhin angeschaut habt. Es hat uns echt super viel Spaß gemacht, das Video zu produzieren. Ja. Und es kommen noch einige mehr. Vielen Dank auch für eure finanzielle Unterstützung und vor allen Dingen, dass ihr im Gebet dahinter steht. Und Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, bis bald.